Ja, hallo Leute, hier ist Meteor und Hunted. hallo Leute, moin moin. Heute mal der Start andersrum. Und wir wollen wieder Eigenschaften rollen. Rudy habe ich jetzt als nächstes aufgewertet. Sein Item hier freigeschaltet. Der wurde geboren hier mit dem 3-5er Sehr gut. Talent. Ich muss gerade nochmal schauen. Achso, jetzt zeigt er mir natürlich nicht an, was das war. Aber es war irgendwie so was. Debuff hat eine 6%ige Chance, die Helden zu debuffen um 10%, deren Angriff für 10 Sekunden. Irgend so was war das. Ich erinnere mich dunkel dran. Ja, ich muss auch noch erst noch ein bisschen lernen und mir die Symbole einbringen und was so die einzelnen Talente so machen, ja. Genau, da muss ich auch noch. Das Bisschen habe ich noch Übung. nicht drauf. Ja, ein bisschen Übung muss da noch rein. Genau. Und zwar wollen wir den hier wieder rerollen, erstmal mit Merit starten und gucken, was wir so rausbekommen. Und Jawohl. ich habe so ein bisschen das Problem, was ich immer bei Rudi versucht habe auszugleichen. Ich habe ihm damals einen Kriegsdruck gegeben, kein Bollwerk, und er ist mir so ein bisschen squishy. Also er hat jetzt Steinhaut, Runen drauf und ist immer im Kelch, damit er mehr Leben hat und mir in der Arena ja nicht umkippt, bis er drüben angekommen ist. Und irgendwie denke ich, Leben-Ausweichen-Kombination wieder. Ja, ist eine gute Wahl auf jeden Fall. Ja. Und ich starte hier einfach gleich mal mit den Rerolls, bis irgendwie ein Fünfer kommt für 300 Merits. Kann man das auf jeden Fall mal machen. Verdammt, da kommen zwei Vierer. Zwei Aber Vierer, einmal Schaden, mehr Skull Knight und dann den Ronin nochmal mit Crit Chance, wa? nee, Ronin war Genauigkeit. Ah, Genauigkeit, okay. Aber ja, Damage ist natürlich bei ihm auch nicht verkehrt. Aber eigentlich, Damage hat er genug. Also mir ist er wirklich zu squishy, so ein bisschen. Na, dann geh voll auf Leben. Ja, mal gucken. Also auf jeden Fall irgendwie Leben ausweichen. Und wenn man dann später noch, weißt du, beim dritten oder vierten dann Damage kriegt, okay, dann nimmt man es wahrscheinlich mit. Aber jetzt am Anfang. Ein Fünfer Engel wollen wir. Jawohl. Da ist mal ein Dreier dabei. Also ich habe schon gesehen, auf Taiwan hier, ein Spieler hat tatsächlich nur Vierer und Fünfer hier bei einem Helden gerollt. Super, krass, krass. Aus Ja. deiner Gruppe, ja? Nee, nicht aus meiner Gruppe. Das ging so rum generell in den ganzen Taiwan-Gruppen. Krass. Okay. Also ja, man kann hier natürlich Hardcore sein und da war ein Anuben. Der Anub war Crit-Widerstand. Ja, vielleicht auch nicht verkehrt. Aber Crit-Widerstand ist ja nur sozusagen, wenn auch Crit ausgelöst wird, ja. Ja, jetzt haben wir nochmal einen Samurai. Fünfer Genauigkeit. Weiter geht's, sind hier nur Merits. Du Okay, aber jetzt. hast ja bestimmt noch ein paar tausend. Ja, ich habe 700.000 Merits noch. Wir haben gestern 50.000 oder so noch ausgegeben. Jetzt haben wir einen Vierer-Engel. Das ist kein Fünfer, Naja, aber Vierer. ist schon ja nicht so verkehrt, oder? Und stell dir mal vor, jetzt kommen vielleicht in den nächsten Rolls nochmal ein Fünfer-Engel vorbei, dann hast du eine Vierer-Fünfer-Engel-Kombination. Ja. Ist doch schon ja nicht so verkehrt. Wir schließen den ab. 5 Gems geht noch. Also 12.000 Leben nochmal oben drauf. Jawohl. Aber immer wenn man dann mit Gems rollt, fängt man an genauer hinzugucken. Allerdings, ja. Aber ich sag mal, 5 Gems geht immer noch. Da haben wir einen Vierer PK, also Vierer ausweichen. Ihre ausweichen. Ja, brauchen wir auch, nehmen wir auch mit. Obwohl es nur Alles klar. Vierer sind. Wenn schon die passenden da sind. Oh, ein Vierer Skull Knight. Der ist für Damage auch nicht so verkehrt auf ihm. Aber ich will lieber noch einen Engel haben. Alles klar. Ein Dreier Anuben. Ne, den brauchen wir nicht. Ja, leider. Mir wäre lieber, weißt du, wenn sie hier die Prozentanzeige beim Dodgen schreiben. Mit diesem 500er Wert kann man so wenig anfangen. Das ist 500. Ja. Oh, wir haben nochmal einen Fünfer Samurai. Aber Genauigkeit eigentlich nicht auf ihn haben. Und das noch einen Vierer ausweichen. Na, nehmen wir auch mit. Und zwei Engel, einen Einser und einen Dreier und einen Samurai. Ist schon gar nicht so verkehrt vom Lebenmäßigen her, wa? Eigentlich nicht, das wären jetzt in Summe 21, 25.000 HP mehr, Und Ausweichen und Genauigkeit. Frage, jetzt kriegen wir mit ein paar Rolls noch was Besseres hin. ja, das kann ich dir leider nicht sagen. Meine Glaskugel heute Morgen hat es mir nicht verraten. Guck doch mal in die Glaskugel, verdammt. Ach, Mann. Nee, wir machen.
Wir versuchen noch einen 4er oder 5er. 50 Gems kann man noch ein paar Mal reinhauen und gucken, ob noch was kommt. Ach, zwei Engel, aber wir haben uns verschlechtert. Zwei Samurai, ne, Genauigkeit und Crit-Chance brauchen wir auch nicht, der Drache. Drei Anuben. Aber auch nicht. Nee. Ein Dreier-Engel. Dreierengel, okay. Aber Crit-Chance. Nee, Crit-Chance. Und Und dann Genauigkeit nicht, nee. sind es auch nur 35, ja, also. Ja. Oh ja, aber ich merke schon so, also bei 50 merkt man schon richtig, wie die Gems runtergehen. Na toll, jetzt haben wir nochmal einen 5er dabei und zwei 1er. Scheiße. Ja, aber ein Fünfer ist doch gut. Aber überleg mal, wenn ich es jetzt logge, sind wir bei 300 Gems der Reroll und die anderen beiden, okay, wir haben 100er Schaden und 100er Crit, also 1er jeweils. Aber gut, sagen wir lassen das so. Haben aber wenig Leben. Hast wenig Leben, hast viel mehr Ausweichen als Leben. Wir rerollen jetzt noch ein, zwei Mal für die hohe Summe, ey. Und hoffen jetzt auf irgendwas Brauchbares, dann ist er endlich fertig. Fünfer Damage. Na gut, jetzt müssen wir aufhören. Also 5er Damage ist auf Rudi schon, denke ich, nochmal ziemlich geil. 500 nochmal mehr. Aber wenn ich es jetzt logge, 1800, ne. 1800, alter Feind, das hart. Das lassen wir so, da machen wir nichts mehr. Auch wenn es nicht perfekt ist. Wir haben viel Ausweichen, ein bisschen Leben. Nochmal Schaden obendrauf. Ja, aber ich würde sagen, damit haben wir Rudi für die nächste Zeit fertig. Den werden wir nicht mehr anfassen. Der bleibt Nee, so. würde ich. 1800 Gems sind einfach zu übertrieben für eine Sache. Ist zu hart auf jeden Fall. Und dann ist ja die Frage, was dann rauskommt bei den nächsten Rolls. Also, Ja, kann sein, dass du zwei, dreimal noch rerollen musst, bis du was Brauchbares hast. ja, Bin auf mir nur jeden unsicher mit dem Talent, was er hier hat, ob das so sinnvoll auf ihm drauf ist, aber na, wir lassen erstmal so. Ist ein Dreier-Talent. Bleibt erstmal alles so, wie es ist. Jawohl. Spiel doch einfach mal eine Runde an mit ihm ein bisschen und guck, wie er sich so verhält und ob man, vielleicht reicht es ja schon aus von den neuen Eigenschaften her. Die sind ja, guck mal, Vierer, Fünfer, ist schon eine gute Ausbeute, sagen wir mal so. Ja, und jetzt hast du Ja. 5200, hattest du drauf, 4400, das waren jetzt 800 Gems, war, die du ausgegeben hast. Na, ich schieße einmal kurz ins Fenster und gehe nochmal rein. Ja, 800 Gems kann hinkommen. Also noch überschaubar, sage ich mal. Ja, das kann man sich ja tatsächlich noch zusammenfarmen mit Talente, Rerollkarten und alles sowas, ja. Also wir haben jetzt hier fast sein Leben auch verdoppelt, kommen in die Region und hier. Wir kriegen jetzt über die Ausrüstung 41.000 Leben, 1660 Schaden nochmal und hier Ausweichen 1650. Also, Okay. ich hoffe, Aber dass man das Ausweichen irgendwie merkt. hat er damit so eine Ausweichrate wie, wie der PK wahrscheinlich, war von den Grundstats schon her. Ja, was mir aufgefallen ist, Ja. ich gehe mal jetzt mal auf Ela, der hat, da haben wir ja noch nichts rerollt, der hat keine Basic Stats mehr. Wo ist hier der große Crit-Schaden? Hier war nochmal, hatte auch mal Stats, ohne dass er hier was drauf haben, weißt Stimmt, da stand mal 2000 Kritschan irgendwie sowas, ne? du? Genau, wo ist er hin? Ja. Hast du recht? Krass. Also davon ist irgendwie Okay. nichts mehr zu sehen. Also Aber entweder ist gut. nur die Anzeige verbuggt oder die haben es rausgenommen, die ganzen Stats, alle auf Null gesetzt. Ja, ich weiß es nicht. Weil das war ja früher auch mal. So ein Highlight an ihm auf jeden Fall, Genau, also ich kann mich hundertprozentig erinnern, dass er das hatte. Wir können nochmal hier schauen, ob die hier noch vorhanden sind. Ach Quatsch, wir waren schon richtig. da war er doch schon. Ach, hier hast du nur die Stats gehabt, ja, sein Nee, Skill. erweiterte Ansicht hast du auch. Ach, guck mal, hier sind War. sie ja noch. Aber da in der Komplettübersicht tauchen sie nicht auf. Komisch. Also ich weiß, dass gestern auf jeden Fall nochmal ein Bugfix kam und wahrscheinlich haut immer noch nicht alles hin, aber ich hätte. Ah, guck mal, wir haben sie schon verbreitet für Skin. Ja. Ich hätte gern eigentlich, dass sie mir die Stats, dass die nicht weg sind und dass sie mir die in der Übersicht dann noch irgendwo anzeigen. Aber gut. Schauen wir mal, ob da noch was kommt. Was sie auch noch gemacht haben, oder was auch noch gefragt wurde, ist, dass du musst jetzt nicht Duplikate auch noch ausrüsten. Ich habe hier gestern noch die Wanne schon mal hochgezogen. Das Ja. Item auf 20, noch nicht freigeschaltet, weil keine Ehre. Aber beide Walle haben automatisch dann den Stand von dem Item. Wenn du guckst, haben beide hier die
29.000 HP schon plus, obwohl ich nur eine Walle hochgezogen habe. Okay. Also das ist Na gut, gleich. wenn man Dupli also sozusagen Zweithelden hätte, müsste man im Prinzip nur einen damit hochziehen, ja. Genau, du musst nur den Main-Helden ausrüsten und beide Helden haben dann das Item quasi angelegt mit dem Runen. Okay, das ist ja schon ein bisschen schon mal sparsamer. Genau. Aber ich würde Cool. sagen, das war's für das Video. Ja. In diesem Sinne, bis demnächst. Bis demnächst. Tschüss. Tschüss.